Was ist hier eigentlich? Oh, Kein versteckte Schloss. Planwagenstation mit verstecktem Rätsel. Ich will mal wieder ein Rätsel machen, also mache ich ein Rätsel. So wenigstens eins in der Aufnahme heute haben. Ja. Und Hinweismünzen gibt es hier ja auch. Nummer zwei. Ach so, ja, für die erste. Sind Sie stundenlang mit dem Wagen zu dem Haus gefahren und du läufst einfach wieder zurück? Ja. Das ist ja auch. Oh, hier ist gleich daneben die nächste Hinweismünze. Bling. So, und ich wette, das Rätsel ist nicht da. Doch da. Diese Rätsel tauchen an den seltsamsten Orten auf. Hey, gehen Sie da weg! Ah, wäre es ein Problem, wenn ich versuche, dieses Rätsel zu lösen? Ich habe euch allen zugesehen, wie ihr Rätsel löst. Und es sieht aus, als würde es Spaß machen. Natürlich, Sophie. Egal, was hier auch immer passiert, wie grausam die ganzen Geschichten sind, die uns widerfahren. Rätsel machen uns immer Spaß. Wir überlassen dieses Rätsel gern dir, oder nicht, Luke? Nein! Ich will... Ich bin der rätsellöse König. Ich drück dir die Daumen. Zeig uns, was du kannst, Sophie. Ich drück dir die Daumen kaputt, wenn du mein Rätsel wegnimmst. Ich danke euch. Na dann, versuche ich es einmal. Oh Gott. Marionetten 2. 6 Puppen wurden in ihre Einzelteile zerlegt. Jede Puppe hat 6 einzeln kontrollierbare Teile. Einen Kopf, einen Körper, 2 Arme und 2 Beine. Die Teile wurden zerlegt und verteilt. Nutze den Touchpin, um jede Puppe mit der richtigen Anzahl an Körperteilen zu verbinden. Die Verbindungen dürfen sich dabei nicht kreuzen. Ja, so wie die Strahlen. So, Moment, also... Ah, ich verstehe. Scheiße, schau mal unten rechts, nur Füße. Ja, das ist... Das ist echt viel. Füß. Das ist ganz schön Füß. Ziemlich Füß. Ja. Aber Moment, jeder darf 2 Füße haben. Ja. Dann ist es wieder okay, finde ich. So schwer wird's nicht sein, denke ich. Hoffe ich. Ah. Nee, das schon mal nicht. Ach. 5 Teile, also 2 Füße, 2. Ach so. Nee, 2 Hände, 2 Füße. Ach so, da sind ja. Oh, Moment mal. Also, irgendwie glaube ich, der braucht das da, weil der kommt auch gar nicht weit. Obwohl, das ist echt fies. So würde ich sagen. Dann ist schon mal einer fertig. Erstmal, vermutlich, vermeintlich. So, da. Ja, irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja. Bringt ja sonst nichts. So, jetzt fehlt mir aber da bei dem 2. Fuß, also muss ich. Runter und rechts. Ach so, ja, das geht ja. Stimmt. So, dann könnte der hier beispielsweise so sein. Ich glaube, das ist. Das geht schon nicht mehr. Nee, das geht schon nicht mehr. Ja, ja, ja. Okay, wie mache ich den wieder weg? Ach so, ich mache einfach mal so. Ja, jetzt ist der muss, glaube ich, die beiden rechts von sich als Füße ja, nehmen. Ja, ja. Sonst kommst du oben nicht mehr hin. Richtig. Okay, und ich glaube, ich hab's dann schon. Moment mal. Irgendeiner fehlt noch hier. Der blaue was? Fehlt. Beim blauen fehlt noch ein Fuß. Aber da kannst du ja einfach. Das ist nicht schwer, dann mache das eine gelbe zu dem blauen. Über dem gelben Kopf. Über dem. Ach so, ja, da fehlt ja so eins, genau. Aber Moment. Also kein Fuß, sondern eine Tatze, meine ich, ja. Ja, genau. So, Moment, nee, welches? Nee, das... Das über den gelben Kopf blau machen. Das geht doch nicht dann. Dann komme ich doch bis zu dem anderen nicht hin. Oder? Doch, oh. Ach so, doch, klar. Nochmal, so. Ah, nee, das funktioniert auch nicht. Ah, warte, nee, irgendwie so gerade noch nicht. Oder? Dann... Nee. Voll verhauen. Mist. Okay, dann... Ah, was geht denn noch so? Weil an sich, ich finde das aber nicht schlecht so an sich, aber man muss hier mal zusehen, dass das noch ein bisschen anders laufen kann. Aber wie? Wie? You. Ah. Nee, das auch nicht.
Mist, oh Mann. Wahrscheinlich ist es schon ganz falsch. Schon links die beiden. Falsch. Cut. Dafür haben wir keinen Sound? Sollten wir mal haben. Ja. Wer schreibt mir? Ich nicht. Ich spreche dir. Aber ich glaube wirklich, dass das erstmal so sein muss. Und die müssen dann von dem genommen werden. Dann muss... Ja klar, dann machen wir es doch einfach mal so rum. Dann klappt das eventuell auch irgendwie. Aber nee, dann habe ich ja da ein Problem. Das ist ja mies. Das sieht mal noch was aus, aber... Das muss noch nicht stimmen. Ah nee, kann auch gar nicht, glaube ich. Das ist zu viel. Oh Gott, oh wei. Ach nee, warte mal, ich kann ja hier noch weitermachen. So. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich habe eine Lösung, die wie sie auf jeden Fall möglich ist. So, fertig. Sehr schön. Ich erledige das. Ah, gut gemacht. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Oh, verdammt, jetzt habe ich vergessen, das zu lesen. Naja, kommen wir mal schneller voran. Was ist das eigentlich für eine Station, in der wir gerade drin sind? Ich lese da immer PlayStation. Es ist die PlayStation-Station. Ja. Was eigentlich doppelt gemoppelt ist. Ja. Oh, im Übrigen, oh. Das fand ich... Ja? Sie sagt Loch. Ja, was wolltest du mir? Ich fand das ganz interessant, dass der neue Alien-Film zusammen mit Prey vermarktet wird. Ah. Denn gestern ist im Kino nicht nur ein Alien rumgelaufen, man konnte auch... über eine VR-Station irgend so ein Alien-Ding spielen, da war mir aber die Schlange zu lang. Oder irgendwas machen so. Also war da in dem Alien-Spiel eine Schlange oder war eine vor dem... Weiß ich nicht, habe ich leider nicht sehen können. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Oculus Rift. Ah. Und es waren mehrere PlayStations mit... Und es waren mehrere PlayStations da gestanden mit Prey drauf. Ah. Das nur so am Rande. Das wäre mal cool. Das eine hat mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber thematisch passt's. Ja. Ja, weiter. Loch. Möchtest du mitlesen? Wenn es kein Problem ist. Moment, ich gebe dir mal das Mikrofon ein bisschen ran. So, Hallo! Was? Ich höre ja Marc. Du hörst ja Marc nicht, ja. Ich höre mich auch nicht. Ist doch besser so. Er hört sich auch nicht. Ups, Moment. Okay, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen aus dem Bild, das macht ja nichts. Außerdem kann ich dir auch gerne... Ich bin trotzdem im Bilde, keine Sorge. Du bist im Bilde? Ja. Also normalerweise müsste ich jetzt... Moment, tauschen wir mal aus. So. Hier möchte jemand geheim bleiben. Zumindest augenscheinlich. So, damit ich wenigstens noch ein bisschen zu sehen bin. Oh nein! Nee, ich würde eigentlich... Weil ihr so verzweifelt seid an dem Rätsel, wollte ich schauen und dann... Ach so, wir sind doch gar nicht verzweifelt. Wir hatten laut schon längere... deiner Stimme. Schieberätsel, da sind wir verzweifelt. So. Okay. Das Loch, durch das wir gefallen sind, ist offensichtlich mit dem Gerichtssaal verbunden. Okay, ja, weiter. Mal gucken. Zweifellos, Fräulein Meier muss hier durchgefallen sein. Ob da auch ein Ton darüber stand? Das heißt, alle Hexen, die schuldig gesprochen wurden, sind hier durchgekommen. Okay, bewegen wir uns doch mal. Wieder zurück. Ja, genau, dahin, wo eigentlich unsere Reise weitergehen sollte. Weil wir wollen ja... Wir müssen ja auch mal was rausfinden hier. Oh,
der Raum wieder. Ach nee, was ist das für ein Ort? Es sieht aus wie eine Apfelanlage. Ich frag mich, was hier in diesen Kesseln gemischt wird. Äpfel. Ja, da hatte ich auch gerade dran. Eine Apfelanlage. Naja, vielleicht ist es ein Zaubertrank. Hey, riechen Sie das auch? Da hat etwa jemand einen Sound abgespielt? Genau. Denken Sie, es kommt von der Flüssigkeit in den Kesseln? Ich hoffe es. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal irgendwo gerochen habe. Entschuldigung, das war ich. Lou, es wäre vielleicht eine gute Idee, nicht so viel davon einzuatmen. Deshalb tragen alle Leute hier wahrscheinlich Masken. Was? Denken Sie etwa, Sie tragen Gasmasken? Also Masken aus Gas? also dieser Raum könnte sehr gesundheitsgefährdend sein. Und Moment. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hä, da haben wir einen Sound dazu? Du wirst, wenn du die Folgen siehst, rausfinden, warum er das sagt. Okay. Ja. ich denke, wir sollten diesen Raum vorerst verlassen. Außerdem ist meine Nase verstopft. Hey, Herr Wright, da ist eine weitere Tür am anderen Ende des Raums. Und es sieht nicht aus, als wären dort giftige Gase. Ich weiß ja nicht, ob wir es schon giftig nennen können. Achso. Egal, wir müssen versuchen, weitersuchen. Also los. Oh, es ist so schön euphorisch, diese Melodie mal wieder zu hören. Ja, du hast es ja schon alles durch. So, ja, dreimal. Kannst du mir sagen, ob es hier irgendwo ein Rätsel gibt? Oh Gott, das siehst du doch, wenn du auf die Karte gehst. Nee, versteckte Rätsel sieht man da. Ja, aber also, nicht storyrelevante Rätsel. Achso, das kann ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Stegreif sagen, nee. Oder unversteckte, oder wie auch immer. Also, Güte, was soll ich nur tun? Stimmt denn was nicht? Die große Hexe ist verschwunden. Aber ich kann bei der Suche nicht helfen, da ich meine Aufgabe erfüllen muss. Entschuldigung. Aber das Wohl der Gebieterin hat sicherlich oberste Priorität. Nein. Ich kann den Kessel hier nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie scheint nicht zu wissen, was sie tun soll. Woher weiß der, dass das eine Sie ist? Achso, hat's an der Stimme erkannt. Wie können wir ihr helfen? Ich bin hin und her gerissen. Was soll ich tun? entschuldigt bitte. Aber ist der Name der großen Hexe, von der ihr sprecht, Arcani? Siehste, Phoenix ist mal so schlau, das gleich zu fragen, bevor er sich stundenlang an der Nase herumführen lässt wie Layton. Ja. Die große Hexe ist die große Hexe. Sie ist unsere Gebieterin. Ist die große Hexe. Oh, große Hexe, wenn ich euch nur zu uns zurückbringen könnte, müsste ich dazu nur meinen Posten nicht verlassen. Hier muss etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein. Denkst du, es hat etwas mit der großen Hexe zu tun? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich das wirklich wissen will. Das wollte ich doch gar nicht. Aber. Was haben wir hier?